Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um insgesamt zwei schicke Toys und die kriegen wir beide von einer Fraktion und zwar einmal die Tuska von Iska. Und wenn wir die auf insgesamt eine Ruhmstufe von 17 bringen, kriegen wir zwei Fischtoys und diese können wir uns dann hier im Lager von den Iskara Tuska besorgen. Und zwar sind wir einmal im Azublauen Gebirge und zwar hier auf den Koordinaten 1449. Und dort gibt es dann hier einen NPC. Wie schimpft sich der? Nunwukw? Irgendwie so. Keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen, aber der Typ, der hier in dem kleinen Gewässer angelt. Und mit dem quatschen wir dann. Und dort kriegen wir eine Quest und können uns direkt einen von beiden Fischen aussuchen. Und beides sind Toys. Ihr müsst euch quasi nicht endgültig entscheiden, denn das andere könnt ihr dann kaufen. Also wir nehmen jetzt mal das erste, gratis. Und das zweite können wir ihn anquatschen und kriegen das einfach dann hier bei ihm. Gegen ein paar Mats, da brauchen wir ein paar Fische, ein bisschen Salz und einen Haufen Ressourcen. Und ja, wenn wir das einmal abgegeben haben, kriegen wir das zweite Toy. Ihr könnt es natürlich auch andersrum machen, das andere auswählen und dann kaufen. Ich glaube, das war das, ich habe es so gemacht, dass ich die günstigeren Mats mir geholt habe. So, jetzt müssten wir die hier beide im Inventar haben. Hier haben wir sie. Und zwar haben wir einmal gummiartiger Fischkopf. Den lernen wir jetzt mal und gucken uns dann mal an, was das schicke Ding macht. Nein, nicht das Feuerwerk. Fischkopf, da haben wir ihn. Und zwar macht das Ding folgendes, benutzt, beschwört eine gummiartigen Fischkopf am Zielort, der 5 Minuten lang als Zielattrappe dient. Den basteln wir mal hin und ja, ihr seht, hier haben wir einen Fischkopf und der hat einiges an Leben. 194 Millionen, den können wir dann ein bisschen verklopfen. Ja, macht schon was her, so eine Zielattrappe schadet nie, manchmal kann man es für manche Sachen abusen, deswegen kann tatsächlich für das ein oder andere auch sinnig sein. Gut, soviel zur Zielattrappe. Dann schauen wir uns das zweite Toy noch an, und zwar Torheit des Fischers. Was macht das? Platziert den Korb für Torheit des Fischers auf dem Boden und fordert euren Freund heraus, zu sehen, wer den kleineren Fisch abbekommt. Okay. Mal schauen, anscheinend müssen wir das mit mehreren Leuten benutzen. Jetzt stelle ich das hier einmal hin. Dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Also das ist eine Box und die kann man anklicken. Ich habe meinen zweiten Account auch noch hier mit am Start. Und dann werden wir uns jetzt mal das anschauen, wie das genau läuft. Also ich nehme jetzt mit dem mal einen Fisch raus. Was sieht der jetzt? Okay, da kommt jetzt so ein Zahnrad. Ich habe jetzt aber auch nichts bekommen. Jetzt klicke ich mal mit dem anderen drauf. Okay, mein Char weint jetzt ein bisschen. Toll, das ist Fisch, ihr habt den kleinen Fisch erwischt. Ah, und der hat den großen Fisch erwischt. Seht ihr, der hebt ihn jetzt hoch. Oh lol, das ist, wenn man quasi schauen will, wenn man irgendwie irgendwie gucken will, wer was bekommt, kann man es darüber auslösen. Der den kleinen Fisch zieht, der hat verloren. Der den großen Fisch zieht, hat gewonnen. Okay, also ich habe hier den kürzeren gezogen, zumindest bei den Fischen. Okay, jetzt machen wir das mal nochmal. Tun wir mit beiden einmal draufklicken. Wenn die Zeit aus ist, dann kriegt einer den großen oder den kleinen Fisch. Ah, mein Hexer hat schon wieder den großen Fisch rausgezogen. Witziges kleines Toy. Kann man bestimmt bei der einen oder anderen Geschichte mal verwenden. Okay, gut. Damit wären wir eigentlich durch mit den Toys. Jetzt vielleicht noch so eine kleine Info, wie ihr den Ruf erhöhen könnt. Wenn ihr bei den Tuska der Iskara hier den Ruf erhöhen wollt, gibt es verschiedene Sachen, die ihr machen könnt. Unter anderem gibt es hier hinten in diesem im Gebiet, wo diese Gnolle sind, alle 10 Minuten ein Gnoll-Boss, der spawnt. Das ist so ein Rare, der wird auch auf dem Map angezeigt. Die bringen immer 50 Ruf, könnt ihr täglich jeden von denen einmal umhauen. Also 4 Rares, a 50 Ruf sind 200. Dann alle 3,5 Stunden gibt es hier dieses Festmahl. Der Iskara, da gibt es auch einen Haufen Ruf. Es gibt einmal wöchentlich eine Quest, die 500 bringt. Und dann, wenn ihr dran steht und Aktivitäten macht, gibt es pro Aktivität 25 Ruf. Das sind so 10, 15, 20 Aktivitäten, also 300 bis 500 Ruf ist da auf jeden Fall drin, alle 3,5 Stunden. Es gibt einen Haufen World Quests, die ihr machen könnt, Side Quests, Main Quests könnt ihr machen und dann könnt ihr natürlich euch auch noch zu diesen Angellöchern begeben, da gibt es auch nochmal tägliche Quests, ihr könnt Fische abgeben für Ruf, einmalig für 100 Ruf, beziehungsweise dann immer weiter für jeweils 5 Ruf. Also es gibt hier viele Aktivitäten, auch ein paar Weekly Quests, die man hier kriegt,
Ne? Zum Beispiel diese eine Weekly Quest, wo man einfach nur 3000 Ruf erwirtschaften muss, gibt es für alle 500 Ruf. Und da gibt es einige Möglichkeiten, dementsprechend den Ruf bei denen zu erhöhen. Auch gibt es Weekly Dungeon Quests, die jeweils 250 Ruf bringen. Da kann man sich aussuchen, für welche Fraktion. Könnt ihr natürlich auch hier für die Iskara einsetzen. Gut, damit sind wir dann durch. Ich hoffe, der ein oder andere konnte damit was anfangen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ruffarmen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.